Zwei neue, stilvolle Stadthäuser sollen demnächst im Werderpark in der Schweriner Robert-Koch-Straße entstehen. Am 28. Februar rollten am Standort schon die Bagger. Damit ist der Startschuss für das Projekt gefallen. Geplant sind 18 Wohneinheiten mit 2, 3 oder 4 Zimmern bis zu 143 Quadratmetern Fläche. Auch 4 Maisonette-Wohnungen über 2 Etagen, ebenso wie eine Tiefgarage mit 32 Stellplätzen, gehören mit dazu. Neben individuellen Grundrissen wird auch für die Barrierefreiheit gesorgt. Der Bauherr ist die MPM GmbH. Also ich glaube schon, dass wir noch die nächsten Jahre einen interessanten Markt auch insbesondere überregional bieten und gerade auch Neuschweriner oder mögliche Neuschweriner ansprechen können. Mit diesem Standort, der in meinen Augen sehr attraktiv ist, sehr innenstadtnah ist und eine sehr, sehr gute Lebens- und Wohnqualität bieten wird. Die Kaufpreise bewegen sich im Rahmen zwischen etwa 234.000 und 465.000 Euro. Eine Einheit mit 3 Zimmern im ersten Obergeschoss mit etwa 88 Quadratmetern Wohnfläche gibt es beispielsweise für knapp 282.000 Euro.